Katalonien in Nordspanien, X-Track Offroad Survival, zweite Auflage, im Gedenken an Toni Soler, der dieser Idee mit seinem Know-how die Basis verschaffte. Er selbst verlor nach dem ersten Bewerb auf tragische Weise sein Leben. X-Track, das bedeutet im Team und per Motorrad 3 Tage über eine mörderische Strecke, ohne Rücksicht auf natürliche Hindernisse. Ein Abweichen von der vorgegebenen Route gibt's nicht. Und jene Truppe, die als erste das Ziel erreicht, ist Sieger. Improvisationstalent, Durchhaltevermögen und Teamgeist sind gefordert. 5 Mannschaften aus diversen Nationen, unter ihnen auch eine Damencrew, begeben sich auf den Weg, um die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit herauszufinden. Und wir haben ein paar Stimmen nach dem Kick solcher Strapazen gefragt. Das eine ist auf alle Fälle der Teamgeist, weil hier alleine durchzukommen ist unmöglich. Man braucht auf alle Fälle 2, 3 Personen, die einem helfen. Man muss das Motorrad anseilen oder sonstige Dinge machen. Der Teamgeist ist extrem gefragt, gefällt mir gut. Das zweite ist, es hier eine komplett neue Art von Veranstaltung. So etwas gibt es bis dato nicht. Es ist einfach mehr Abenteuer, mehr wie komme ich von A nach B, diesen Camel-Trophy-Geist. Die Überwindung des inneren Schweinehunds. Konkreter, über den Fluss oder durch den Matsch? Der Gegner in der Veranstaltung ist man immer selbst, weil es geht also immer an Rande der Erschöpfung und man versucht halt dann weiterzukommen und teilweise ist es halt so, dass die eigene Motivation nicht mehr ausreicht und dann ist wichtig, dass jemand im Team ist, der einen wieder motiviert und damit es wieder weitergeht. Nur so funktioniert das Ganze und gewinnen kann hier nur ein Team. Start des ersten Fahrtages. Wie gesagt, 5 Teams, a 3 Mann oder Frau, stellen sich der Marter. Zum Aufwärmen wird ein Prolog zwecks Startreihenfolge quer durchs Gedachs ausgefahren. Diese Prüfung entscheidet das Team Deutschland, in Klammern die Bayern, erst einmal für sich. Die weiteren Mannschaften, ein spanisches Gas-Gas-Werksteam, Großbritannien mit einer Truppe vom englischen Bike-Magazin auf Honda und Kawasaki und 2 internationale KTM-Teams. International 1 ist das Damenteam mit einer Italienerin, einer Deutschen und einer Schwedin. International 2 besteht aus einem Schweizer, einem Österreicher und einem Deutschen. Von mangelndem Nationengemisch kann somit keine Rede sein. Bayern haben, wie erwähnt, die Nase vorne. Noch staut es sich auf den winkeligen Passagen. Die Fahrtstrecke ist noch zu kurz, die Konkurrenz drängelt. Die Bayern haben übrigens in der exakt gleichen Besetzung das letzte X-Track gewonnen. Und mit dieser Erfahrung gilt als oberste Priorität, den Status zu verteidigen. Ein nur und unter ferner Liefen ins Ziel kommen, wird als schändliche Niederlage für den ganzen Freistaat gewertet. Ein paar hundert Meter weiter die Führenden. Trotz der Seilsicherung rutscht das Motorrad auf der steil abfallenden Böschung zu einem Baumsteg weg und Josef Fuchs, in Fachkreisen besser als Kartoffelsepp bekannt, kommt zu seiner ersten Erfrischung. Schadet ihm nicht, denn angeblich habe er vor dem Start sowieso über die Maße transpiriert. Die Spanier derweil auf Rang 3. Sie machen keinen Hehl daraus, auf ihrem Heimatboden keinen Zentimeter zu verschenken. Die Vorgabe lautet auf Sieg. Ihnen auf den Fersen die Briten. Und hinter den Briten die Mädels. Die Italienerin wagt die Abfahrt durchs Stiegenhaus. Rechts ging es übrigens 10 Meter im freien Fall durchs Gestrüpp hinunter. Auf Position 2 rücken die Interherren auf. Die haben es sich zur obersten Aufgabe gemacht, mindestens die Bayern in die Pfanne zu hauen. Drüben hinter der Mauerkante ist das Wasser fast 3 Meter tief. Man muss also hier herauf. Wenn das die Mädels wüssten. Die Schwedin im Team kriegt schon beim Wort Schlange Hysterieanfälle. Derlei anschmiegsames Getier gibt's hier in den Pyrenäen-Ausläufern massig. Das Team International 2 setzt sich zusammen aus Nico Klaus, deutscher Enduromeister, dem Österreicher Wolfgang Schöller, Enduromeister der Alpen, und Urs Huber, dem x-fachen Six Days Haudegen aus der Schweiz, was ihnen aber allen hier zusammen beim Tragen nicht viel bringt. Die Spanier am Baumsteg. Die Bayern haben die Plackerei hinter sich. Jetzt gibt's wieder halbwegs fahrbaren Boden unter den Stollen. Ab nun heißt's, Meter auf die Konkurrenz schinden. Aber die Interherren hängen dran wie die Kletten.
Die Konkurrenz hat das Wasser getrübt, die Untiefe nicht ersichtlich und so beißen diesmal den ersten die Hunde. Die Honda genehmigt sich einen kräftigen Schluck. A bad decision, I think. Eine schlechte Entscheidung, meint er, dem kann man irgendwie schon beipflichten. Die Damen quälen sich derweil noch mit dem Winkelwerk herum und die Zusammenarbeit infolge der Sprachunterschiede verläuft ein wenig holprig. Die Briten setzen ihre Kneippkur fort. Als die Damen den Steg erreichen, kriegen auch sie ihre erste Lektion. Die dürften größere Schwierigkeiten haben, das Ding wieder herauszuwuchten. Fremdhilfe wird mit saftigen Zeitstrafen belegt. Nur Mitglieder anderer Teams dürfen helfen. Die Engländer sind am Honda entwässern. Inzwischen haben auch die Spanier wieder fahrbares Land unter den Rädern. Jetzt wird zur Jagd auf die beiden vorderen Teams geblasen. Ihr Rückstand gute 10 Minuten. Die Damen haben den Fluss erreicht. Ihnen geht's auch nicht um eine Platzierung, sondern einzig und alleine nur darum, das Ziel zu erreichen. Im Vorfeld wurden übrigens Wetten angeboten, dass sie niemals ins Ziel kommen. Doch das Angebot verlief im Sand. Niemand setzte drauf, dass sie es bis ins Ziel schaffen würden. Und doch kommt es so, dass die Mädels auf die Briten auflaufen, die gerade mit dem Entwässern ihrer Gerätschaft fertig sind. Aber die setzen ohnehin mehr auf Spaß, Abenteuer und Zielankunft als auf einen Podestplatz. Gegen späten Vormittag ist die Gesellschaft dann doch recht zügig unterwegs. Die Führung haben nach wie vor die Bayern. Knapp dahinter das Team International 2. Auf Rang 3 die Spanier. Die Briten haben ihr Zeugs wieder flott gekriegt und sind knapp vor den Mädels weggekommen, Rang 4. Und auch das Team International 1 hat wieder Fahrt aufgenommen. Vor dem ersten Etappenziel gehen die führenden Bayern die Auffahrt an. Saumäßig steil, 150 Meter bis oben. Und in bester Hillclimbing-Manier geht dem Rudelführer der Bayern der Gaul durch. Aber auch seine Nachfolger beißen sich an diesem Hang die Zähne aus. Und wie geht's dir? Na, so blöde Frage und du liegst. Doch die Schinderei war erst der Vorgeschmack. Jetzt geht's ins Dead Valley. Die Spanier haben die Führung übernommen, biegen als Erste in das schmale, steinige Bachbett ein. Dann mit einer Minute Rückstand das Team International 2. Auf Rang 3 zurückgefallen sind nun die Bayern, 5 Minuten hinten. Der schmale Canyon wird deshalb Dead Valley genannt, weil die endlosen Schindereien derart strapaziös sind, dass man sich manchmal infolge der restlosen Erschöpfung am liebsten zum Sterben niederlegen würde. Ein guter, ruhiger Platz dafür. Die einzigen Gesellschafter sind stumm. Kreuzottern, Hornvipern, Äskulapnattern. Auf Platz 4 nach wie vor die Briten, fast eine Stunde Rückstand auf die Führenden. Aber wie gesagt, die Briten nehmen es nicht so ernst, sind total auf den Spaß an der Sache ausgerichtet. Sie haben auch unterwegs oft auf das Damenteam gewartet und denen weitergeholfen.
und am Schluss das Damenteam, hier die Italienerin Dori Molinari. Sie hat ihre Karriere mit Trial begonnen, kommt daher auf solch steinigem Untergrund am besten des Trios zurecht. Dafür hasst sie Schlammpassagen. Die Spanier ziehen vorne weg, kein Wunder, ist dies doch ihr hauseigenes Terrain. Wolfgang Scheller von International 2 schindet sich mit dem schlüpfrigen Gestein ab, ebenso Teampartner Urs Huber. Übrigens, das Team wird im Ziel erst als angekommen gewertet, wenn der letzte Fahrer die Linie passiert hat. Der Verlust eines Fahrers bringt 10 Strafstunden pro Tag und wer von der Strecke abweicht, wird disqualifiziert. Gleiches Leid für alle. Das coole Rückgrat des deutschen Teams, Rudi der Steiner, bricht sich bei dieser Aktion hier die Schaltwelle. Alle Reparaturen müssen übrigens im Streckenverlauf erledigt werden. Und während sich die Konkurrenz noch durch das Bachbett quält, verlassen die Spanier dieses bereits. Die Mädels beißen sich voran, schlagen sich trotz der Strapazen auffallend gut. Alle drei sind von unbändigem Ehrgeiz besessen, auf jeden Fall das Ziel zu erreichen. Wahrscheinlich auch zusätzlich motiviert durch die angebotene Wette. Die Spanier kommen als Führende ins Tagesziel. Auffallend die Kompaktheit dieses Teams. Sie sind zwar nicht die schnellsten, kommen aber immer gemeinsam an und wie gesagt, der letzte Fahrer zählt. Mit dieser Gruppe kommt auch schon Nico Klaus von Inter 2. Allerdings alleine, die Zeit wird erst gewertet, wenn auch seine Kumpanis eintreffen. Und die kommen 3 Minuten später, was Rang 2 bedeutet. An dritter Stelle mit 12 Minuten Rückstand reiten die Bayern ein. Infolge der gebrochenen Schaltwelle ging natürlich viel Zeit verloren. Da unten. Scheiße, wir haben uns da unten im Verfahren, haben sicher 30 Sekunden verloren da. Haben wir geglaubt, es geht rechts weg in einen Tobel. Aber schön war's. Scheiße. Und jetzt ein Weißbier. Ha? Verloren haben wir wieder. Ja, logisch haben wir einen Haufen verloren. Ja, fix nicht. Weißt du, wie lange das dauert, bis man so ein Gasgas aus dem Stausee raustaucht? Was meinst du? Mit Schlafen ist's noch nichts. Erst muss noch am Abgrund entlang das Nachtlager erreicht werden. Eine Nervenattacke, zumindest für die nicht Schwindelfreien. Das erste Nachtlager wäre erreicht, geschafft. Bereits beim ersten X-Track im Frühjahr wurde hier genächtigt, allerdings in der Höhle. Nur jetzt riecht's da drinnen, als würden Pferdeäpfel gehortet. Aber bei dem strengen Geruch so mancher Teilnehmer würde das auch nicht mehr ins Gewicht fallen. Auffallend zeitig verkriechen sich die Teilnehmer ins Nachtquartier. Also, ab jetzt zurückhalten mit Schnarchen, keine unflätigen Witze, keine zweideutigen Sprüche. Schließlich sind Damen zugegen. Und so neigt sich ein fröhlicher Tag seinem Ende zu. X-Track Offroad Survival, zweiter Tag. Es geht quer über ein monumentales Bergmassiv. Vor 20 Jahren ist Tony Soler allein auf einer Trial diese Strecke gefahren. Ein wahnwitziges Unterfangen. Als die Route dann fürs X-Track vorgeschlagen wurde, erschien es anfangs als eine kranke Idee. Aber bereits die Teilnehmer des ersten X-Track nahmen diesen Weg und jetzt handeln sie sich wieder da entlang. Die Spanier machen den Anfang. Wie immer untertreibt die Kamera die wahre Steilheit des Geländes. Wir fahren mit Nico Klaus vom Team International 2 ein Stück mit, sehen uns das Ganze aus der Fahrerperspektive an. Ja,
Dann gehen es die Bayern an. Die kennen diese Passage vom letzten Bewerb. Bezüglich derber bayerischer Ansagen ist es jetzt aber trotzdem auffallend ruhig. Jedem zwingt diese Route Respekt ab. Auch Kartoffelsepp hält endlich einmal die Klappe. Die Spanier verlassen die erste Seilsicherung, doch den Berg haben sie noch lange nicht hinter sich. Die Bayern setzen sich übrigens zusammen aus Andi Zimmerer, dem Rudelführer, Rudi Steiner, der coolen Kraft im Hintergrund, und Josef Fuchs, vulgo Kartoffelsepp. Wie erwähnt, diese denkwürdige Truppe hat das erste X-Track gewonnen. Diese Passage hier wird übrigens nicht gezeitet, dient lediglich zur Verbindung. Hektik wäre hier ziemlich unangebracht. Circa 100 Meter lange Seilbrücke. Jedes einzelne Gerät muss hinübertransportiert werden. Die Fahrer klettern innen an der Felswand herum. Urs Huber kennt das alles noch vom letzten Mal. Dementsprechend kompetent managt er die Sache. Und Neuling Wolfgang Schöller lernt was fürs Leben. Auch die Bayern wissen schon, wie es geht. Der Gang drin, gell? Da wäre ein Gang drin, meint er, was bei dieser Überseilerei sicher eine große Rolle spielt. X-Track Offroad Survival, zweiter Fahrtag. Der Kampf ist wieder eröffnet. Es geht ein Eselspfad den Berg hinauf. Die Spanier führen. Das Team setzt sich zusammen aus spanischen Offroad-Spezialisten. Dazu heimischer Boden. Da steht natürlich ein Podestplatz auf der Soll-Liste. Die Gruppe besteht aus Marc Pichemont, Enduro-Europameister und zweifacher spanischer Champion. Dazu Eric Auche, spanischer Juniormeister, fährt jetzt Motocross. Und Santi Llorenz, ein Wettbewerbstrialist und Andorra-Champion. Beste Voraussetzungen also. An zweiter Stelle das Team International 2. Die machen jetzt Jagd auf die Spanier. Einziges Manko, Nico Klaus ist meist immer zu weit vorne. Die beiden anderen dürfen sich, wenn es brenzlig wird, in einer Zweiergemeinschaft weiterhelfen. Nico Klaus ist aktiver Enduro-WM-Fahrer und steht somit besser in Schuss. Infolge dieses Vorteils müsste er eigentlich das Schlusslicht bilden, um dem Team die größtmögliche Effizienz zu verschaffen. Team Bayern an dritter Stelle. Der Rudelführer macht die Vorhut. Hier ist ein Stück des Wegs abgebrochen. Fürs Motorrad bleibt gerade Reifenbreite.
Tatsächlich droht Rudi Steiner, das Motorrad abzurutschen. Wenn es da hinuntergeht, dann wären es nur noch zwei. Der Rudelführer ist schon voraus, jetzt muss der Kartoffelsepp herhalten. Irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft und jetzt geht es erst richtig beschwerlich den Mulipfad hinauf. Unten nach der Kirche tauchen die Briten an vierter Stelle liegend auf. Die Mädels noch vor der Kirche. Dori Molinari begann 92 mit Trial, fährt jetzt italienische Enduro-Meisterschaft. Sie ist die zierlichste von den dreien, kommt aber auf selektiven, steinigen Passagen am besten zurecht. Andrea Meyer steht mehr für Rallyes. Sie ziert sich wenig, wenn es auf schnellen Passagen Gas bis Anschlag heißt. Über 180 Sachen auf Wüstensand sind ihre Referenz. Maria Sandell ist die Powerfrau schlechthin, fährt Enduro-Weltmeisterschaft und grobe skandinavische Rennen. Die richtige Martha fängt erst hinter der Kirche an. Hätte man vielleicht nützen sollen vor dem Anstieg, um Beichte und Stoßgebet zu deponieren. Das britische Team setzt sich zusammen aus Simon Pavey, Jugendarbeiter in London, Dave Hammond, Motorradmechaniker und Clive Garnham, Computergrafiker. Zusammen stehen sie für die Teilnahme an allen möglichen verrückten Rennen weltweit. Was sie auszeichnet, ist der Humor, wie sie die Sache angehen und alle Widerlichkeiten wegstecken. Very British. Und hin und wieder ist der besagte Punkt erreicht. Paura per là. Sì. Perché tu hai fatto tanto, qua. Molto. Es geht zum Rattenloch. Die 150-Meter-Röhre verengt sich in der Mitte. Man kommt nur mit niedergespannter Vordergabel, das Motorrad seitwärts schräg schiebend und in entwürdigender Buckelhaltung durch den Schlupf. Als erster erreicht Erik vom spanischen Team das Loch, ihm auf den Fersen Nico Klaus. Doch beiden nützt der Vorsprung nicht viel, wenn nicht baldigst die Kumpanis eintreffen. Die Spanier sind komplett, tauchen als Erste ins Rattenloch. Nico Klaus hinterher, denn genau nach diesem Tunnel gibt es einen Zwischenstopp. Und da lässt sich's gemütlicher auf die anderen warten. Einige Minuten nach Klaus flutschen auch seine Mitstreiter aus der Röhre. Wie gesagt, nach dem Tunnel vor der Flussquerung eine Ruhepause. Es wird zusammen gewartet, man nutzt diese Pause für eine kurze Erholung. Die Bayern reparieren Schaltwelle Nummer 2. Hast du eine Zielsetzung für das gesamte Rennen? Ja, unser einziges Ziel im Moment ist, unsere bayerischen Freunde hinter uns zu behalten, die beim ersten Survival auch dabei waren und da gewonnen haben. Und das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Dann geht's per Seilbrücke über den Fluss. Hey, hey, hey! Hey, hey!
Erik von den Spaniern ist der Erste, der es versuchen darf. Noch klappt's mit der Überfuhr nicht so recht zügig und er wimmert wie eine alte Jungfer, 15 Meter über der Wasseroberfläche. Dann scheint es zügiger zu werden, doch irgendwann wird das Bremsseil zu kurz und er bleibt genau über der Flussmitte stecken. Er meint, wenn er noch lange hier hängen bleibe, würde ihm der Sitzgurt die Familienplanung abwürgen. Pigemont bietet ihm an, Werkzeug nachzuschicken, damit er überflüssiges Zeugs wegzwicken könne. Nach dem ersten Motorrad kommt die Sache ins Laufen und von da ab geht's zu wie auf einem Kinderspielplatz. Und dann tritt ein, was nicht hätte eintreffen dürfen. Eine Faser des Seils reißt, das Zeug stockt. Kartoffelsepp meint unter Aufbringung all seiner Fremdsprachenkenntnisse. Hey, be careful, Kruzifix! Das Motorrad wird wieder zurückgezogen, die ganze Aktion abgeblasen. Ein Weitermachen wäre zu gefährlich. Die Fahrer mocken, aber noch haben sie ihre Motorräder. Und mit diesen Motorrädern dürfen sie sich auf den letzten Anstieg zum zweiten Nachtlager machen. Das Lager liegt oben auf einem Gipfel, ein etwas vernachlässigtes Chateau eines spanischen Landgrafen, aber noch immer gut genug für gediegene Nachtruhe. Aber um da hinauf zu gelangen, bedarf es noch einmal gröberer Schinderei. Die Spanier führen nach wie vor das Feld an, ihr Vorsprung ist größer geworden. Da hinauf legen sie noch einmal einiges nach. Auf Rang 2 die Herren International, liegen rund 15 Minuten hinten. Auf Platz 3 martern die Bayern, über 20 Minuten Rückstand. Die Briten auf Rang 4 bereits über 4 Stunden zurück, aber das juckt die selbst am allerwenigsten. Die Gaudi muss sein. Und auf Platz 5 kündigen sich die Mädels an. Rückstand über 6 Stunden. Aber auch das spielt keine Rolle, nur die Zielankunft hat oberste Priorität. Und so wirkt man sich noch einmal das letzte Quäntchen Energie aus dem geschundenen Körper, um den 10 Kilometer Aufstieg bis ins Nachtlager zu schaffen. Die Spanier bei den letzten Metern vor dem Ziel. Damit behalten sie auch am zweiten Tag die Führung. Und irgendwann schaffen es doch alle. Und wie ist das Wertewohlbefinden?
That wasn't too bad. War nicht so schlecht. What about your bottom? Und was ist mit deinem Hintern? It's red like a baboon. Der ist rot wie ein Pavian-Arsch. And the rest? Und der Rest? I don't even want to look da at möchte ich gar nicht hinsehen. Und wie fühlen sich die Bayern? Psychisch habe ich momentan ein Tief, weil meine Grenzen mal wieder ganz klar gesehen habe und das hat keiner gern. Wo liegen sie denn, deine Grenzen? Ja, da unten. Massenhaft. Und damit neigt sich auch der zweite Tag fröhlich seinem Ende zu. Früh legt man sich zur Ruhe, schließt hurtigst seine Äuglein zu, denn morgen klopfen wir noch einmal richtig den Schinderhannes herunter. X-Track Offroad Challenge, dritter und letzter Tag. One minute. The last day, how do you feel? Es ist der letzte Tag, wie fühlst du dich? Ein bisschen nervös. Wir haben einen guten Vorsprung und ich hoffe, die Führungsposition nach diesem Test zu behalten. Ich denke, der ist zu hart. Und so machen sich die Spanier als Erste auf die Socken. Du gehst jetzt davon aus, dass du gar nicht selbstständig ankommen würdest? Nee, glaube ich nicht. Unmöglich. Das hat steil, senkrechte Wände und Schluchten, die man nicht alleine passieren kann, glaube ich. Die Spanier im Ansturm auf besagte Wände. Ich habe mir die Strecke angeschaut und mir schwand Übles. Santi Llorenz im Fels. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da alles heil wieder runterbringen. Obwohl, runter geht's immer. Eric Auche, der dritte Spanier. Aber erst müssen wir rauf und das ist das Problem. Mit Nico Klaus fahren wir ein Stück des Weges mit. Der bayerische Rudelführer geht's an. Derweil kommt das Team International 2 weiter oben ein wenig in die Gänge. Kartoffelsepp in Action. Er hat's vorausgeahnt. Jetzt bricht er sich die Schaltwelle. Somit hat jeder im Team einmal eine besagte Welle zerstört. Beim nächsten X-Track wird irgendwo ein Bauchladendealer mit Schaltwellen im Wald stehen. It's the last day, what's up? It's okay, Andrea, don't talk with me. Die Briten legen los. Dave Hammond, Spitzname Emmo, so heißt in England ein Geschoss, schießt sich förmlich hinauf, schrappt dabei den halben Felsen ab.
Kartoffelsepp ein Stück weiter, hat nur noch den zweiten Gang, aber mehr braucht er hier auch nicht. Dann kommen die Mädels, Dori Molinari, dieses undamenhafte Wort hat sie an diesen Tagen wohl so oft wie kein anderes gebraucht. Emma, you're the style meister. I think the way you're riding today, Emma, you better leave, mate. Die Bayern etwas weiter am Seilen mit Unterstützung des Österreichers. Der Vorsprung ist groß genug, Nachbarschaftshilfe ist also drin. Dori Molinari. Knapp nach dieser Stelle kommt sie zu Sturz, verletzt sich die Schulter und landet im Spital. Sie hat gekämpft wie ein Löwe, doch es sollte nicht sein. Die Tatsache, nicht ins Ziel zu kommen, nimmt sie weit tragischer als die Verletzung. Das undamenhafte Wort hört man ab da in Serie. Auf einer Zwischenrast. Wie geht's dir, Dori? Es geht zur letzten Herausforderung. Auch selbst zu bauenden Flossen muss ein See überquert werden. See, mindestens eine Stunde Paddelzeit. Und da stehen sie nun, die Seestreitkräfte, fürs erste Rad und planlos. Die Spanier, Jahrhunderttradition im Schiffsbau, legen los. Die anderen machen so gut es eben geht, irgendwie nach. Auch die Briten sind eine alte Seemacht. Rätseln bei den Bayern. Wenn man im Anstieg zu den österreichischen Bergen wohnt, braucht man kein Floß. Die Briten stellen die Fässer ganz zusammen für leichteres Umkippen. Also doch keine Experten, müssen irgendwo aus dem Landesinneren kommen. Perfekt. Die Spanier sind dann die Ersten, die ablegen. When we cross you. Nach und nach werden auch die anderen Teams startklar. Team International 2 montiert ein Motorrad stehend, quasi als Außenborder. Die Spanier kommen langsam in Fahrt. Team International legt die Leinen los. Die Spanier verlassen währenddessen schon die Bucht und treiben hinaus ins offene Fahrwasser. Team International startet den Außenborder, aber das Ding dreht irgendwie im Kreis. Vielleicht hätte man auch das Vorderrad eintauchen sollen, um ein wenig gegenzulenken. Die bayerischen Kaulquappenteichmatrosen, die versuchen so weit als möglich mit dem Floß zu gehen. Und wenn nur mehr der Schnorchel herausragt, wird aufgesprungen. Die Spanier mit großem Vorsprung schon über der Mitte des Sees. Bei den Bayern hockt der Rudelführer mit seinen 120 Kilogramm genau auf der äußersten Ecke Backbord und drückt so die Fuhre fast unter Wasser, trotz Gegengewicht auf der anderen Seite. Bei den Interherren hat der Außenborder Wasser geschluckt, das Zeug steht. Die Engländer, wie sich's für eine anständige Seemacht gehört, mit standesgerechtem Hoheitszeichen, im Hintergrund das Damenteam. Die haben jetzt natürlich das Handicap, nur zu zweit zu rudern. Ihre Mitstreiterin wird gerade im Spital versorgt. Die Internationalen in der Seemitte. Das Floß muss samt Fahrern und Motorrädern rund 650 Kilo tragen, bei den Bayern leicht über 700. Währenddessen erreichen die Spanier das andere Ufer. Bei den Briten geht es derweil noch um Machtkämpfe. Wer ist nun der Captain und wer der Deckschrubber? Und dann steuern die Spanier das Ziel an und gewinnen mit klarem Vorsprung das zweite X-Track.
Die Sieger Marc Pichemont, Santi Lorenz, Eric Auche. Die Bayern schaufeln noch deftig im See, während das Team International 2 den Außenborder mitschleppend das Ziel erreicht. Urs Huber, Nico Klaus, Wolfgang Schöller. Rückstand 24 Minuten. Und während die Bayern nun ihrerseits anliegen, zieht die Konkurrenz Resümé. Die Spanier haben wir nicht mehr holen können. Aber die Bayern haben wir hinter uns gelassen. Also können wir zufrieden sein. Und die einstigen Favoriten kommen als Dritte an. Andi Zimmerer, Rudi Steiner und Kartoffelsepp. Rückstand 42 Minuten. An vierter Stelle die Briten. Sie waren ein großartiges Team, verströmten Ruhe, immer hilfsbereit. Und den Humor haben sie trotz aller Schinderei kein einziges Mal verloren. Von dieser Truppe könnte man einiges lernen. Und im Ziel wartet schon wieder Dori Molinari auf ihre Gefährtinnen. Und die haben es trotz aller gegenteiligen Prophezeiungen ins Finish geschafft. Hut ab, die haben sich doppelt geschunden.